55 Jahre Versorgungsregiment. Kein modernes Heer ohne leistungsfähige Versorgungstruppe. Diese Aussage hatte zum Zeitpunkt der Aufstellung der Versorgungstruppe im Bundesheer im Jahre 1957 noch keine uneingeschränkte Zustimmung. Prioritäten lagen in anderen Bereichen. Ständig veränderte Rahmenbedingungen, laufende Anpassung der Struktur mit dem Ziel, unser Bundesheer zukunftsfähig zu gestalten und die Fähigkeiten an der erweiterten Aufgabenstellung anzugleichen, brachten auch eine Neuorientierung der Logistik. Damit verbunden Organisations- und Zugehörigkeitsänderungen und vor allem aber eine höhere Akzeptanz der Logistikkräfte. All diese Entwicklungen und Veränderungen durften wir als Angehörige des Versorgungsregimentes von Anfang an begleiten. Ständige Organisationsänderungen und Neuausrichtungen des Regiments waren die Folge. Neue Aufgaben und Herausforderungen folgten. Für die Zukunft sind wir bereit, jede neue Herausforderung, die eine moderne Logistik mit sich bringt, getreu unserem Leitspruch. Versorgung heißt Qualität, Nachschub heißt Präzision, Zuverlässigkeit heißt Feuer 1, Feuer 1 heißen wir anzunehmen. Danke. Einsatzunterstützung wollte es mich sehr, heute mit Ihnen gleich zwei Jubiläen feiern zu dürfen. Einerseits ein Partnerschaftsjubiläum zwischen dem Versorgungsregiment 1 und der Stewayak Steak GmbH, das bereits seit 30 Jahren besteht. Andererseits ist es mir auch eine Ehre, dem Versorgungsregiment am gleichen Tag zum 55-jährigen Bestehen und Jubiläum gratulieren zu dürfen. Das österreichische Bundesheer beschließt seit mehreren Jahrzehnten erfolgreich Partnerschaften mit Unternehmen des zivilen Lebens, der Wirtschaft und der öffentlichen Körperschaften. Sinn und Zweck solcher Plattformen ist es, durch ein enges Zusammenwirken von Bundesheer, Wirtschaft und öffentlicher Hand das Vertrauen in die sicherheitspolitische Konzeption Österreichs zu stärken und die Akzeptanz der militärischen Landesverteidigung zu erhöhen. Abschließend möchte ich Dank sagen. Dank an die Partnerfirma Stewayak Steak GmbH für die langjährige enge Zusammenarbeit und ihr Vertrauen im Versorgungsregiment 1 einen wertvollen Partner gefunden zu haben. Thank you.
entscheiden kann. Das ist blöd, der Leib wieder besser. Ja, trinken wir an. Wenn der harte Dienst einmal vorbei ist, dann kann es auch blöd. Das ist genug, genug, genug. Halt! Ob der Kameramann auch was trinkt? Ich glaube, er darf nicht so recht. Die erste ND-Kompanie, wie die jetzt Grundverdiener, glaube ich, die meisten da schon wissen, die Kaderkompanie im Versorgungsregiment 1, ist hauptsächlich mit Transportaufgaben im In- und Ausland beauftragt, beziehungsweise stellt auch Teile der EUPG, also der Europäischen Kampfgruppe, für den Bereich Juli bis Dezember 2012. Wir werden anfangen mit einer einfachen Darstellung, wie man einen Container von einem Fahrzeug, in dem Fall dem Zugfahrzeug, auf seinen Container bringt. Das Einzigartige von unseren Systemen ist das, dass wir kein anderes Ladesystem brauchen. Das heißt, wir brauchen keinen Kran, keinen Stapler, um grundsätzlich ISO-Norm-Container, wie er jetzt da oben ist, einerseits das Fahrzeug aufzunehmen und andererseits auch auf den Hänger zu bringen. Gell? Wir belohnen uns selbstständig, entladen uns selbstständig. Gell? Auch diese Art der Aufnahme mit diesem sogenannten Skorpion-Rahmen ist einzigartig in Österreich und auch grundsätzlich, sagen wir mal so, in Europa. Gell? Die Deutschen haben ein ähnliches System, aber wie gesagt, in der Art und Weise, wie wir es da haben, gibt es das eigentlich nur fürs Militär. Ja, dazu starten wir. Was ist wichtig? Der Motor muss laufen, das Fahrzeug muss in Betrieb sein. Angetrieben wird das Ganze mit einem hydraulischen System. Und wenn das Ganze dann, wie gesagt, im Laufen ist, kann man dann mittels Fernbedienung oder mittels Kabelbetrieb, wenn einmal der Fernbedienbetrieb eingeschränkt ist, mehr oder weniger die Manipulation durchführen. Ich sage, das System besteht aus zwei Elementen, einem Ausschubarm und einem Kippteil. Als erstes wird einmal der Container aus seiner vorderen Position mehr oder weniger in rückwärtige Position gebracht, um dann am Hänger aufgenommen werden zu können. Gell? Das ist ein Schlitten, und in dem Bereich muss dann der Container hergebracht werden. Ich weiß, die nächste Zeit ist nicht einfach für Sie, aus dem Zivilleben raus in das Militärische rein. Aber ich kann Ihnen nur den Appell mitgeben, nützen Sie diese Zeit auch für sich persönlich. Sie werden hier Dinge erleben, sei es Kameradschaft, sei es Gemeinschaft, die Sie sonst in der Form nicht mehr haben in Ihrem gesamten Berufsleben. Hier ist es nun gleichgültig, ob Sie eine Lehre gemacht haben, ob Sie Hilfsarbeiter sind, ob Sie Maturant sind oder ob Sie schon studieren begonnen haben, die sitzen jetzt alle eine Phase Grundausbildung im selben Boot. Sie haben hier die Gelegenheit, dass Sie auch Hilfestellung, die Besseren, die Stärkeren, Hilfestellung dem Schwächeren geben. Und das verlangen wir auch in der Kameradschaft. Ab! Befehl! Ab!